willkommen zu einer neuen Folge Topwoche 3. Meinem heutigen Gast habe ich den ersten Lachflash von meinem Leben zu verdanken. Zumindest ist es der erste, den ich mich erinnern mag. Es ist so, als wäre es erst gestern gewesen. Erste Klasse, Malunterricht und im Hintergrund läuft Marco Cello. Heute, 4 Jahre später, stehen wir uns gegenüber und es freut mich sehr, dass er da ist. Marco Rima, willkommen im Topwoche 3. Danke vielmals, Stefano. Das Marco Cello-Zeugs, das ich jetzt gerade angesprochen habe, ich habe das als Kind auf- und runtergelost. Ich konnte fast alles auswendig nachreden und nachspielen. Kannst du auch noch vieles aus dieser Zeit oder ist das schon zu lange her und ein bisschen verschwommen? Nein, für wahr. Hier bin ich. Der Frühaufsteher. Hat jemand meine Kleiderbügel gesehen? Ja, es gibt Nummern, die ich mich noch gut erinnern mag. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute wie du wahrscheinlich viel mehr Text noch können als ich. Und so ist es wahrscheinlich auch um Gabriel Rotstift gegangen, den ich das erste Mal getroffen habe, persönlich. Da hätte ich auch das ganze Programm von ihnen können, zum Besten geben in Sachen Sächeli und all die wunderbaren Programme, die sie geschrieben haben. Weil man entfernt sich ja dann irgendwann als Künstler von alten Geschichten und geht neu an und dann geht es dann irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben das sogar auch als Schulaufführung, das zweite Marco Cello nachgespielt. Ja. Ja, ja. Und ich habe versucht, Aufnahmen zu suchen, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Mhm. Aber das Schöne ist, es ist in der Erinnerung drin. 1983 hat bei dir deine Bühnenkarriere gestartet, zusammen mit dem Marcello, wo du im Semi kennengelernt hast. Ist es überhaupt jemals dein Plan gewesen, auf die Bühne zu stehen oder hast du wirklich Lehrer werden? Ich habe immer gewusst, dass ich Schauspieler werden will. Ich habe das auch daheim gesagt. Und mein Vater hat immer gefunden, du lernst zuerst etwas Anständiges und nachher kannst du machen, was du willst. Und weil ich einen ganz tollen Sekt-Lehrer hatte und dann gefragt habe, was er meint, wenn ich Lehrer werden würde. Und seine Antwort war dann, ein Kalb hat schon immer einen guten Lehrer gegeben. Da habe ich mich entschieden, okay, dann gehe ich zuerst ins Lehrseminar. Das ist nämlich eine Ausbildung, wo man sehr eine musische Ausbildung bekommt, mit Klavierspielen, Singen, Didaktik, Pädagogik. Und da habe ich das gemacht, aber immer gewusst, dass ich dann auf die Bühne will. Und während dieser Zeit, als ich in Semi bin, habe ich den Marcello kennengelernt. Und dann haben wir einfach angefangen zu proben und tatsächlich 1980 haben wir unsere erste Vorstellung gespielt vor 500 Leuten, weil wir sind beide irgendwelchen Club waren, darum haben wir auch so viele Zuschauer gehabt. Und danach haben wir natürlich gemeint, jetzt sind wir 7 Siege, jetzt haben wir es geschafft und jetzt geht eine ganze grosse Weltkarriere los. Aber es hat noch 7 Jahre gebraucht, bis wir dann wirklich bekannt sind. Ja, bei dir kann man ja sagen, also Karriere ist ja für einen Schweizer Comedian das ist ja mega gut gelaufen für dich. Ja, ich bin wirklich ein Sonnenkind. Also ich meine, es hat schon damit angefangen, dass ich in einem schönen Umfeld aufgewachsen bin, mit tollen Eltern, mit einer irrsinnigen Schwester. Also meine Schwester war eigentlich die erste, die mich entdeckt hat. Sie hätte mal müssen ein Gedicht interpretieren, wo ich dann für sie auf meine Art und Weise vorgetragen habe. Und da hat sie so einen Lachflash bekommen, dass ich gefunden habe, aha, ich komme irgendwie noch an oder kann Leute zum Lachen bringen. Und meine Schwester war nicht einfach, zum Lachen zu bringen. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Und ich bin nie unter dem Druck gestanden, Erfolg müssen zu haben. Sondern ich wusste, ich habe mit dem Lehrerberuf tatsächlich auch etwas, wo ich mich berufen fühle, wo ich gerne mache. Weil es ist ein unglaubliches Privileg, wenn man also Kinderseelen begleiten darf, Kinder an die Hand nehmen, mit ihnen gemeinsam Türen aufstoßen, in die Welt rausschauen, sie neugierig machen auf die Welt. Und ihnen auch im Prinzip das Gefühl zu geben, hey, geniessen das, hat zwar Gefahren, aber geht mit offenem Sinn durchs Leben und dann werdet ihr einen Haufen schöne Sachen entdecken und werdet auch eure Berufung finden. Darum eben, es geht nicht dumm und dümmer und gescheit, sondern die Aufgabe in unserem Leben ist, glaube ich, wirklich unsere Berufung nachzugehen, dass wir etwas machen, was wir gerne machen. Aber hast du auch wirklich als Lehrer geschafft? Ich habe 3 Jahre als Lehrer geschafft. Die letzten 2 Jahre vor allem als Musik- und Schwimmlehrer. Da bin ich in der Musik mehr oder weniger geschwommen, weil so gut bin ich dann auch wieder nicht gewesen. Und Schwimmen hat Spass gemacht. Da habe ich wirklich die Kleinsten gehabt, bis in die 3. Säcke rauf. Und dann bist du teilweise vor rechten Schränken gestanden, wo du dann hast mich so schauen. Wie bringst du das an, dass auch denen so ein bisschen Leitplanken setzen kannst. Aber die schwierigsten Schüler, in Anführungs- und Schlusszeichen, sind am Schluss
Schluss dann auch immer die Gäbigsten gewesen und die dich auch heute noch grüssen. So, hey Markus, Ali, wie geht's? Und so, hey, schön, dich zu sehen. Also ja, immer eine Herausforderung, aber ein wunderschöner Beruf, muss ich sagen. Und es klingt ein bisschen absurd, oder? Lehrer wollen werden und nachher das Kalt machen auf der Bühne. Aber eigentlich, oder ist es ja die beste Schule, im Klassenzimmer stehen und Kinder erreichen. Das sind die ehrlichsten, das ehrlichste Publikum, oder? Ja, das ehrlichste Publikum. Und wir sind immer angehalten gewesen, mit den Kindern so zu motivieren, dass sie dir auch wirklich zuhören. Darum sage ich immer, das Wichtige im Schulunterricht ist wirklich Geschichte. Gut können Geschichten erzählen, lebendig erzählen. Dann weckt man also auch das Interesse für die Kinder, fürs Leben, für die Umgebung, für das, was auch passiert. Das ist eigentlich so der erste soziale, ich sage jetzt mal die erste politische Umgebung, neben dem Elternhaus, wo man sich fürs Dawider und dagegen interessiert, wo man sich austauscht, wo man eine Debattenkultur entwickelt. Und darum ist es wahnsinnig spannend gewesen, eben mit diesen Kindern, die unglaublich ehrlich sind und offen dürfen, einen Tag zu begehen und ein ganzes Jahr oder noch länger. Bist du ein Mensch, der immer einen Plan hatte, oder bist du einer, der so ein bisschen im Moment lebt? Das ist eine ganz gute Frage. Mit dem Älterwerden habe ich angefangen, mir gar nicht mehr so grosse Pläne zu machen. Ich habe Träume. Und die hatte ich auch früher schon gehabt. Und ich habe an diesen Träumen immer geschafft. Also für diese Träume. Und dort hatte ich vielleicht ein bisschen mehr einen Plan gehabt, wo ich dachte, dann will ich das und das und das. Und das Wort «wollen», das Verb, ist sehr stark im Vordergrund gestanden. Und heute, wo alles jetzt ein bisschen endlicher wird, sagt man, ich würde es mir gerne wünschen oder es wäre schön, wenn. Und witzigerweise habe ich, auch wenn ich natürlich nicht mehr so viele Jahre habe wie damals als 20-Jähriger, habe ich viel mehr Zeit. Und das macht einen Haufen auch sehr viel angenehmer. Und man wird lockerer. Und vieles hat dann auch nicht mehr die Gewichtung. Also es ist auch nicht mehr so relevant. Weil am Schluss, wenn man zurückschaut auf sein Leben, dann sind nicht der Erfolg das Wichtigste oder das, was zählt, sondern die Begegnungen, die man gehabt hat. Und das, was man innerhalb von einer Familie erlebt. Das ist, glaube ich, das, was am Schluss zählt und was schön ist. Und das geniesse ich jetzt im Moment auch sehr. Also ich lebe sehr stark mit der Familie und jetzt auch noch mit den zwei kleinen Kindern. Ich habe ja zwei grosse Kinder aus erster Ehe auch. Lebe ich das sehr intensiv. Also, weil ich mich darüber freue, dürfen, teilzunehmen an ihrem Grosswerden. Aber eben, dass der Wunsch nach Erfolg, der ist ja bei dir schon sehr gross und sehr ausprägt gewesen, oder? Sonst wäre ja dann der Abstecher auf Deutschland mit «Die Wochenshow» unter anderem gar nicht möglich gewesen, oder? Weil da muss man schon ein bisschen den Biss dann auch haben und das wollen. Ja, den Biss hatte ich gehabt und ich habe mich aufgrund von, ich sage jetzt auch mal, von meiner Karriere verrennt. Also die Frage, ist Karriere und Familie vereinbar? Das ist eine gute Frage. Die muss sich jemand wirklich stellen und dann muss er gut organisieren. Also Mann und Frau, das spielt keine Rolle. Ich finde, gerade Männer, die Karriere machen, müssen sich schon überlegen, also was mache ich jetzt? Was ist der Inhalt von meinem Leben? Und in dieser Zeit, ich war so um die 8, 29, wo der ganze Karriereschub da war, bin ich natürlich auch vom Erfolg geblendet worden, wo ich von «Hey, wow, super, hey, es fällt mir alles in die Schoss». Und am Schluss bin ich dann auf Deutschland geflogen, habe dort eine Fernsehsendung gemacht, wo 10 Millionen Leute jeden Samstag geschaut haben, also mit dem Flugzeug zur Arbeit und daheim, jeder hat die gekannt und man war auch finanziell natürlich erfolgreich gewesen. Aber das hat auch zur Folge gehabt, dass ich so eine Phase hatte, wo ich mich selber wie verloren habe. Ich habe mich auch nicht mehr gekannt. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin. Und dort hat mich meine Schwester auch wieder, auch meine Schwester, geweckt, wo sie gesagt hat, hey Marco, du bist mein Bruder, du bist wirklich, ich liebe dich über alles, aber wenn du so weitermachst, bist du ein grosses Arschloch. Und dann bin ich so zuerst verschrocken und irgendwann natürlich habe ich gewusst, was sie meint, weil mir dann, also ich habe dann in dieser Zeit natürlich Menschen auch enttäuscht, also im menschlichen Bereich. Und der Weckruf war insofern gut gewesen, dass ich mir angefangen habe zu überlegen, was ist wichtig und wo geht meine Reise durch. Und eben, wie gesagt, am Schluss geht es um zwischenmenschliche Geschichten, die im Vordergrund stehen. Und jetzt mit dem Älterwerden und um zurückzuschauen, viel Erfolg hatte, war toll gewesen.
Wenn ich heute einfach das Theater fülle und die Leute mit einem guten Gefühl heimschicke, dann ist das mein grösster Erfolg im Sinne von, was den Beruf anbelangt. Jetzt überübrigt sich eigentlich so ein bisschen meine nächste Frage. Oder? Okay. Im Moment sind es ja die Revivals von alten Sendungen, gerade RTL, Sat.1, und die graben alles alte Zeug aus. Wenn jetzt die Wochenshow wieder auf den Plan kommen, würdest du dann, und sich die würden anfragen, Margit Spock wieder mitmachen? Also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, nein. Ich habe gerade letztens mit dem Ingolf Lück, mit ihm habe ich noch am meisten Verbindung. Der Bastian sehe ich etwa die. Danke leider viel zu wenig. Aber wir haben letztens ja gesagt, würden wir noch eine Woche schon mal machen wollen, so ein Revival. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich nur schon darum, dass wir uns wieder sehen. Und es sind natürlich, weißt du, ein Haufen Leute, die zusammenkommen. Ehemalige Autoren, Regisseure. Es war so eine Klassenreise gewesen, auch alle miteinander die Sendung zu produzieren, also zu filmen und nachher die Sendung aufzuzeichnen. Und man hat miteinander gefiebert, ist sie erfolgreich, wird es gut kommen, wie kommen die Sketch an bei den Leuten. Es war schon eine schöne Zeit gewesen. Und neu mit durch denke ich aber auch, man sollte es einlassen, weil jetzt ist man halt doch auch ein bisschen älter und vielleicht am Alter anpasst, etwas anderes zu machen, das würde mich interessieren. Aber so eins zu eins kopieren, einmal Wochenshow, das eher nicht, aber eben, wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich jetzt a priori würde Nein sagen würde. Ich glaube, wenn jetzt Sat.1 wieder anruft und sagen, man möchte es nochmal, würde ich mich wahrscheinlich schon auch überreden lassen. Gut, es gibt auch andere spannende Formate. Also ich denke, LOL zum Beispiel, der auf Amazon läuft, eine Schweizer Version davon. Würde ich dich jetzt auch noch sehen? Ich merke, dass gewisse Formate, und das hat bei Hotel Verschmitz angefangen, mit dem Ralf Schmitz, der ein unfassbarer Improvisateur ist, einer der besten, den ich je gesehen habe. Das hat bei mir so ein bisschen angefangen, dass ich gemerkt habe, jetzt komme ich in ein Alter rein, wo ich irgendwie, also verstehe mich nicht falsch, also das Kindergartenfernsehen nicht mehr so mag. Ich glaube, dass es einen Haufen Publikum gibt, wo das auch liebt, die Abwechslung. Ich selber bin aber nicht mehr schnell genug und ich sage jetzt mal frech genug, dort mitzuheben. Da würden wir jetzt vielleicht ein paar widersprechen, aber ich sehe mich gar nicht mehr gerne in so einem Format. Sondern ich wende mich lieber an anderen Sachen zu, wo ich jetzt zum Beispiel schreibe, habe ich für mich entdeckt. Und ich schreibe im Moment ganzen Haufen, auch nur für mich, und versuche, das Handwerk in den Griff überzukommen. Weil ich auch wieder gemerkt habe, das ist eine Disziplin, die einen Haufen Übung voraussetzt. Und darum fühle mich dort wohl. Und was mich noch reizen würde, wenn überhaupt, dann sind das Filme oder Serien, die ich spannend finde, mit einem pädagogischen Hintergrund. Das hast du mir ja vorhin noch erzählt. Die sind in der Familie gewesen, auch mit verschiedenen Sprachen. So etwas habe ich mal im Schweizer Fernsehen angeboten, wo es auch um eine Patchwork-Familie geht. Und die redet aber auch Französisch und Schweizerdeutsch, weil das ist so eine Familie, die so in Biel lebt und ist leider nicht genommen worden, aber das wär eine coole Sache gewesen, weil ich finde, da würden sich ein Haufen Leute auch wieder entdecken und man könnte über Haufen auch lachen, weil ich sage immer, am Schluss, wenn es um Beziehungen geht und Beziehungsgeflecht, ist der Humor halt schon etwas sehr Wichtiges, wo einem wieder auf die Sprünge hilft, so nach dem Motto, ah gut, wenn es die so haben, dann können wir es auch gut lösen, oder? Also wenn du da wieder das willst aufnehmen und jemanden brauchst, wo zweisprachig aufgewachsen ist. Menschlich einfach bei mir. Aber du hast jetzt gerade etwas angesprochen. Gesagt, du hast das Gefühl, du sagst nicht mehr schnell genug, um noch mitzuheben. Aber das Ding ist ja, viele von diesen Comedians, die man heute im Fernsehen sieht, die kommen und sie gehen wieder. Mhm. Du stehst seit 40 Jahren erfolgreich auf der Bühne. Also irgendwie so machst du etwas richtig. Ja gut, ich habe insofern Glück gehabt, wenn ich mir überlege, weißt du, wenn zur Zeit von Emil oder Gabriel Rothstift, C.S. Kaiser, da hat es natürlich nur ein Sender gegeben, Schweizer Fernsehen, und vielleicht noch ARD, die ganz guten dann aus ZDF. Das heisst, wenn die auftreten sind am Fernsehen, dann hat es das ganze Land gekönnt. Da hat man ja die sogenannten Strassenfeger gehabt, auch mit der Sendung Teleboy. Und dann sind ein Haufen Sender gekommen, und die Sender haben natürlich auch dann Leute gebraucht. Und ich bin in den 90er Jahren
hatte das grosse Glück gehabt, dass ich in dieser Zeit, wo Aufbruchstimmung war in Deutschland, für die Wochenshow ausgewählt worden bin. Und das hat einen riesen Erfolg gegeben. Unter anderem neben RTL Samstagnacht und Switch. Das waren die einzigen drei grossen Sendungen gewesen. Und so konnte ich mich natürlich wieder weiterentwickeln und Film machen. Und eben, bei mir ist so das eine zum anderen gekommen. Und die heutigen Comedians, die haben es teilweise schon sehr schwierig. Also es gibt unfassbar gute Leute. Also ich finde auch in der Schweiz mit einem Charles Nguela oder einem Elsner oder Mutzenbecher, so die Jungen, oder auch bei den Frauen gibt es fantastische Leute wie Helga Schneider, Steffi Berger ist jetzt nicht mehr unterwegs, aber und die haben es auch viel strenger, weil natürlich das Angebot ist riesig. Es ist riesig. Und das verteilt sich auch alles. Und ich meine, jetzt gerade nach den letzten drei Jahren sind noch 1 Million Billette so aufgestellt worden. Die müssen zuerst abgespielt werden. Und umso schwieriger ist es dann, sich in diesem Markt können zu behaupten. Sogar für mich. Ich muss jetzt auch wieder ein Stück weit wie anfangen. Aber ich muss sagen, ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich 40 Jahre lang das Publikum aufbauen und die hat mich begleitet. Ich müsste eigentlich jeden Tag denen Danke sagen, weil von denen lebe ich, oder? Und das ist schon etwas Irrsinniges. Über 40 Jahre unterwegs, 30 ist noch nicht fertig. Mhm. Neues Programm, ich weiß es nicht. Mhm. Was weißt du denn nicht? Oh, ja, jetzt, je älter ich werde, weiss ich immer weniger. Weil ich lese mich natürlich in Haufen Bereichen auch ein, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann merke, ups, da gibt es noch einen Seitenweg, also noch einen anderen Weg und das wirft auch wieder Fragen auf und dann steht man wieder erneut vor Sachen, die man nicht weiss. Aber das macht es ja auch aus. Also ich glaube, dass der Drang nach Wissen ist gross und wie gesagt, ich finde es auch lustig, wenn man sich dann an seine Unzulänglichkeiten, wenn man die Preis gibt an einem Publikum, wo sie eben darüber lachen können, dass mal auch der, der ein Klugscheisser ist, als Lehrer ist man sowieso einer. Mein Vater hat immer gesagt, hängt der Lehrer an den Nagel, wenn du heimkommst und erzählt nicht, wie die Welt funktioniert, dann ist das, glaube ich, für die Leute sehr lustig und auch sehr wichtig. Aber wo holst du heute noch deine Inspirationen? Machst du es immer noch genau gleich wie früher? Laufst du durch die Welt und siehst Sachen? Oder wie entsteht bei dir so ein Programm? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich mit offenem Sinn durchs Leben gehe. Und es sind ein Haufen Sachen, die mich dann irgendwie... Also ganz ein einfaches Beispiel, wo es vor 3 Jahren plötzlich kein Toilettenpapier mehr gegeben hat. Und ich im Coles, wir sind mit der Familie in Australien gewesen, wieder vor einem von diesen leeren Regal gestanden bin, ist an mir einer vorbeigezogen mit einem Wägeli und der hat etwa 4-5 Rollen gehabt. Dann haben sie gefunden, dumme Sich. Und das hat dann bei mir eine Nummer... ins Leben gerufen und ich gesagt habe, wie wäre das? Ich stehe vor einem Regal und da kommt einer um die Ecke und hat auch riesig viel, 2000 Kilo WC-Papier und ich schiesse dort zusammen und alles und überhaupt. Und am Schluss sagt er, ja gut, sind Sie jetzt fertig, darf ich vielleicht die WC-Rolle ins Regal packen? Das heisst, ich habe einen anderen Twist daraus gemacht, aus einem Erlebnis. Oder ich bin mal mit einem Auto nach 9 Monaten in Australien, dann am letzten Tag noch so in einen Pfeiler reingefahren und musste dann die Versicherung anrufen. Und da haben wir auch überlegt, ja, was könnte alles passieren? Also es ist dann nicht nur auf den kleinen Schaden an dem Rücklicht, sondern dann kommt der Carport oben rein und der geht aufs Dach und dann löst das den Funken aus und dann fährt alles auf verbrennen und dann kommen die Helikopter und am Schluss steigt noch das australische Militär auf, weil man meint, das sei irgendwie... Und so entwickeln sich Geschichten, die teilweise wahr und teilweise natürlich auch um die Ecke gedacht sind. Aber ja, das Leben gibt die besten Geschichten ab und macht eine Freude. Und das sind dann auch so Sachen, die mir wahnsinnig viel Spass machen, wenn die Leute laut lachen. Oder? Ja, ich muss bei mir lachen. Einfach die Vorstellung schon bringt mich schon zum Lachen. Es ist übrigens eine Vorstellung. Es ist, weißt du, das ist hochinteressant, das geht mir ja auch so. Du schaffst dann noch einmal deine eigenen Bilder. Und die eigenen Bilder sind manchmal viel lustiger als das, was dir präsentiert wird. Mhm. Und um das geht es manchmal. Auch in einer Geschichte, in einer Erzählung. Ich erzähle etwas und löse die Bilder bei jemand anderem aus, wo er sagt, ah, genau so. Und dann fängt er, und darum fangen die Leute dann manchmal so an zu lachen. Weniger teilweise über mich, sondern ich bin nur so wie ein...
eine Verbindung zum eigenen Humor. Wenn du dein Programm einstudierst, du hast mir vorher gesagt, oder im Auto tust du auf und ab deine Texte und so, gibt es Momente, wo es dich selber auch verbessert? Ja, wenn mir etwas einfällt, weil der Vorteil ist, wenn man wirklich auf und ab lernt und in jeder möglichen Situation, wo vielleicht auch mal irgendwie nebendran einer mit dem bohrt, wenn man das dann so gut kann, dann ist man plötzlich auch frei für die Improvisation. Und dann fallen einem plötzlich Sachen ein, wo ich selber muss laut lachen, aber wo vielleicht ein Rohrkrepierer ist dann auf der Bühne. Und zwischendurch passiert es aber auch so, dass ich denke, okay, ich gehe mit dieser Nummer jetzt auf die Bühne und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, die muss ich wieder streichen. Und dann wieder erwarten, ist das ein Knaller. Und von dem her eben, ist jeden Tag, wenn ich auf der Bühne stehe, ein neuer Tag, eine neue Herausforderung. Ich wiederhole zwar das Programm, aber es ist immer wieder anders. So wie jemand in sein Geschäft geht und die gleichen Sachen macht, aber die Umgebung, das Wetter, was auch immer, beschert er einen Haufen Überraschungen, einen neuen Tag, und so geht es mir eben auch. Du hast ja wie alle während Corona an deine 2 Jahre Pause müssen machen und bist dann mit dem Jubiläumsprogramm auf die Bühne. Das jetzt ist ja eigentlich dein erstes komplett neues Programm, seit wir die Pandemie können hinter uns lassen. Hat sich der Humor vom Publikum verändert? Oder hat sich auch dein Humor verändert in diesen 2 Jahren? Ist es, wie du es vorhin gesagt hast, du fährst wieder von vorne an. Ist es wirklich ein bei Null starten wieder? Also, ich hätte ja wählen mit «No Problem», «Wellen auftreten», das war mein Jubiläumsprogramm gewesen. Und das ist auch der Irrtum, der dann verbreitet worden ist in der Presse mit den Schlagzeilen. Ich habe 150'000 Franken bekommen. Ich habe im Vorfeld 200'000 Franken schon ausgegeben. Also wenn du ein Programm vorbereitest, musst du Theater mieten, musst alles aufgleisen, Studio, Co-Autoren zahlen etc. Und das verursacht Kosten. Und der Kanton Zug hat 80% von dem Schaden übernommen. Und darum habe ich dann etwa 150'000 Franken bekommen. Aber wie immer noch auf 40'000, 50'000 Franken sitzen geblieben. Aber die Leute haben gemerkt, jetzt ist das so ein Massnahmenkritiker, so ein blöder Sieg und kommt noch Geld über. Und das ist total verlogen. Nein, das war so nicht gewesen. Aber traurig eben auch, man konnte nicht auftreten. Und umso schöner war es für mich, im Juni mal 13 Vorstellungen zu spielen. Die Leute lächeln nach Humor, aber wie gesagt, im Moment muss auch viel abgespielt werden. Die Leute haben sich auch gewöhnt, nicht mehr so ins Theater zu gehen. Es ist auch schön, daheim zu sein. Wobei man merkt, es gibt grosse Anlässe, die laufen super. Aber in unserer Szene jetzt habe ich den Eindruck, dass wir schon auch wieder weibeln für unser Publikum. Und natürlich durch meine Stellung, weil ich bin eben jemand, der mit der Debattenkultur aufgewachsen bin und sage, ich hätte ja mal eine Frage. Und es geht nicht darum, ist das richtig oder falsch. Habe ich natürlich schon gewisse Leute verrückt gemacht, wo ich bis heute so denke, wieso bist du verrückt? Weil ich habe ja eigentlich gar nichts Schlimmes gesagt, sondern ich habe immer auf Eigenverantwortung plädiert. Und eben auch so 2-3 Mal so eine Anfügung gemacht, ist das richtig oder gibt es nicht vielleicht einen anderen Weg? Ja, da verlierst du natürlich auch Publikum und gewünschst aber wieder ein neues dazu, anders. Und wenn du 3 Jahre weg bist, ja, dann musst du auch wieder ein Stück weit etwas dafür tun. Und ich finde das aber neu mit Touren auch gut. Weil eben, wie gesagt, ich bin natürlich verwöhnt gewesen bis an den Tubakanen und jetzt laufen die Vorstellungen gut, also richtig, ich habe richtig Freude, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wie früher alles voll hätte, oder? Und darum bin ich jetzt auch wieder da, aber das habe ich immer gerne gemacht, weil ich habe Interviews auch zu stellen, fordert mich ja auch, nicht mit Plattitüden Antworten zu geben, sondern mir auch zu überlegen, das, was ich sage, stimmt das jetzt auch für mich und stimmt das auch, was ich wirklich sage? Mhm. Und von dem her bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen Promo machen darf für «Ich weiß es nicht». Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie gesagt, du hast für meinen ersten Lachflash in meinem Leben gesorgt. Apropos Kindheit, wir kommen schon zum Schluss und ich nehme noch etwas Wunder, deine Kinder. Könnt ihr mit deinem Humor etwas anfangen? Also in erster Linie bin ich einmal ihr Papi. Und ich weiss noch, Mia, die ist jetzt 30 geworden, einmal von einem Reporter interviewt worden, hat sie zuerst gesagt, ja, mein Papi ist sehr streng. Das war das Erste. Ich glaube, ich bin recht konsequent.
aber natürlich auch sehr humorvoll im Umgang und mache natürlich jeden Blödsinn mit den Kindern. Das ist wichtig. Und alle meine Kinder haben ein Stück weit Begabung, eigentlich auch können auf die Bühne zu gehen. Sehr extrem mein Sohn. Der ist jetzt im Moment noch als Polygraph unterwegs, aber es würde mich nicht wundern, wenn er plötzlich dann auch auf der Bühne stehen würde. Aber der hat natürlich den ganzen Weg von mir mitverfolgt und hat vielleicht einen anderen Respekt auch vor dem Namen. Und der Kleinste, der Luca, der hat gerade gestern gesagt, kann ich auch so erfolgreich werden wie du. Das war ganz herzig. Und der will unbedingt eine Nummer, die ich habe. Da erkläre ich meinem Sohn Zeit. Die Nummer spiele ich natürlich allein und am Schluss ein riesen Chaos. Die würde er gerne mit mir spielen. Da habe ich gesagt, gut, dann lerne ich sie auswendig. Und wenn du mich einmal begleitest, dann spielen wir die Nummer zusammen vor Publikum. Und wir haben jetzt im Sommer Klapperlapapp gemacht. Das ist eine super Märli-Geschichte übrigens von Michael von einem Freund von mir. Und da habe ich mit meinen Kindern Märli gespielt, also mit meiner Tochter, 13 und mit Luca, 10. Und die haben das viel besser gemacht als ich. Also, wenn einer Texthänger hatte oder so, dann bin ich das gewesen. Dann, Papi, also ehrlich, du musst also schon auswendig lernen, also das geht gar nicht. Und ja, sie sind verwandt natürlich mit auch dieser, wie soll ich sagen, Kultur, die ich mitbringe oder mit dem Wesen, das ich mitbringe. Und, aber wie gesagt, in erster Linie. Aber hättest du denn Freude daran, wenn eines von deinen Kindern auch wieder auf die Bühne steht? Ja. Müsst ihr also etwas Rechts lernen? Sie müssen, ich habe genau. Also, Malea ist brutal, die ist brutal gut im Gesang und im Schauspiel, Tanz. Und ihr habe ich auch gesagt, look, also, wenn du jetzt auch wie ich einen Lehrberuf noch ergreifen willst, weil sie kommt jetzt so langsam in die Entscheidung, super. Aber sie dürfte jetzt das überspringen, wenn sie sich würde an einer Musicalschule melden in Volkwang, also in Essen, Volkwang, oder in Stage School in Hamburg. Sie wird natürlich direkt auf London, dann wäre das für mich auch okay. Aber ich glaube, trotz allem ist es schon gut, wenn du als Künstler noch etwas hast, wo du weißt, du könntest noch darauf ausweichen. Und am besten, das meine ich wirklich ernst, wäre eigentlich ein Handwerk erlernen. Gerade in Australien bist du ein Siebensieg, wenn du ein Handwerk hast. Also so quasi nur mit einem Universitätsabschluss kommst du nicht weit, aber mit dem Handwerk, doch, das ist etwas ganz Tolles. Und da machen wir einen Punkt. Unsere 27 danke. Minuten sind durch. Margot, ich danke dir vielmals für das auch. Kurzweilige Gespräch, muss ich wirklich sagen. Ich weiß es nicht, das ist Margot Riemers Programm. Termin dazu findet ihr auf margotriemer.ch. Nächste Woche wird es hier im Top 3 wieder unterhaltsam. Dann begrüßt Sarah Zollinger, nämlich der Charles Nguela. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao zusammen.